Hallo, so, ich bin Nadine und ich reise mit meinen 6 Hunden durch die Weltgeschichte in meinem kleinen, aber feinen Zuhause, dem 34 Jahre alten Johnny, meinem Wohnmobil. Und ja, wenn du weiterhin meine Reise und mein Leben verfolgen möchtest, dann drück doch einfach hier den Abonnenten-Button und lasse gerne einen Kommentar da, schau meine Videos und wenn es dir gefällt, sei immer mit dabei. Hey ho, Friends. So, Ladies. Die kleine Minimaus da hinten, die kleine Wurm. ja, komm, Maddie. Ja, heute ist nicht viel passiert. Heute ist Freitag. Ich habe ja früher immer gewollt, dass der Freitag frei ist. Das war er heute, obwohl ich eigentlich heute einen Termin hatte und eigentlich eventuell ein Gespräch, aber also ein Telefonat. Aber das hat sich jetzt verschoben. Das Telefonat mache ich morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da helfen kann und da bin ich mir auch ganz sicher, dass ich da helfen kann. Und ja, wenn du auch psychische Störungen hast, psychisch erkrankt bist oder eben was Depressionen, Bipolar, Borderline, Angststörungen, Phobien, wenn du irgendwie sowas in der Form hast oder darunter eben leidest, wirklich leidest, dann darfst du mir gerne hier eine E-Mail schicken unter soul-talk@outlook.de. Dann kann ich dir ganz Ja, da kann ich dir auf jeden Fall helfen, denke ich. Und zusammen kann man daran, glaube ich, viel besser arbeiten, wenn man eben ja gleichgesinnt ist, sage ich mal. Und falls du es noch nicht wusstest, das ist eben einfach auch mein Herzensprojekt, dass ich einfach ja das anbiete für alle, die reden wollen und sich mal was von der Seele sprechen und in akuten Situationen und so weiter, die mich länger verfolgen, die wissen das, dass das mir absolut am Herzen liegt, weil ich ja auch selber darunter leide oder gelitten habe, früher mehr, heute weniger, weil ich eben mit mir selber arbeiten kann und das eben auch gerne anderen weitergebe. Ja, das dazu nochmal. Und jetzt, wie gesagt, es passiert heute nicht mehr viel. Also würde ich sagen, morgen starten wir dann fresh in den Tag. Ciao, Kakao. Liebe Leute, so eklig das auch ist, ich kann gar nicht mehr irgendwie Schnupfen kriegen oder irgendwas. Meine Nasenlöcher sind immer sauber. Ne, Bibi, ja, du machst es ganz toll. Ja, näher geht nicht. Wir kennen ja die Mila. Ne, näher geht nicht. Mau, 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 wir kuscheln. Ne, Bibi, du bist so ein Schatz. Ne, bist du mein Schatz? Oh, Mimi, mau, mau. Oh ja, jetzt doof. Ja, aber nix. Ja, du nervst mich auch die ganze Zeit. Nervt die mich. Die ganze Zeit nervt die mich. Ne, kleine Mau Mau? Ja. Ihr habt Hunger, ne? Ihr kriegt jetzt Essen. Ja, ihr kriegt jetzt Essen. Mau Mau. Lecker. Essen. Ja, da sind sie alle dabei. Kick an, hey. Kick an. Da kommen sie alle. Tada! Na gut. Gibt's jetzt Essen, Fritz. Aber auch der Deko, der kann so ein tolles Küsschen geben, mein Schatz. Dankeschön. Dankeschön. Oh, ja, oh, atmen, Schatz, atmen, atmen, atmen. Die Medi. 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 Ja, habt ihr Spaß? Ja, wollt ihr essen? Habt ihr Hunger? Au, Bibi, guckt euch die Doofen hier an. Ihr seid so süß. Oh, was ist das für eine Liebe? Liebe, 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 Liebe. Ihr seid so süß. Friends. Was gibt es Schöneres als Hundeliebe? So, let's go. 1 hour later. Ja, die Frisur sitzt, aber es ist einfach zu warm. Deswegen habe ich die hochgemacht, die schönen neuen Haare. Und ja, im Winter ist das toll. Deswegen habe ich die nämlich jetzt für den Herbst und Winter habe ich die jetzt erstmal verlängert wieder. Weil im Sommer ist es natürlich sehr warm. Und im Winter kann ich den als Schal nutzen. Das ist das Gute an den Dreads. Und was ich eigentlich sagen wollte, hier, ne, ich habe ja hier meine Lieblingschips. Also das Einzige, was ich wirklich an Süßigkeiten esse, ist Chips. Ne? Sonst kannst du mich mit Süßigkeiten eigentlich jagen. Und ich kaufe die aber nur im Angebot, tatsächlich. Also wenn die mal irgendwie für 88 Cent und 99 Cent waren sie jetzt im Angebot, weil diese 1,79 Euro, was die kosten, ne, sorry. Also ich glaube 1,29 war es damals, vor 2 Jahren oder so. Das war schon viel. Aber jetzt 1,79, das geht echt zu weit, ne? Für so eine Tüte Chips. Aber gut, jetzt habe ich mir 3 Packungen gekauft und bin wieder glücklich.
das gute Lachsöl, Friends. Das lieben die. Guten Morgen, Friends. Ah, die Sonne scheint. Und die Ponys sind wieder draußen. Ja, ich fahre jetzt eben schnell zu meiner Tante. Da frühstücken wir was. Hol ich ein, zwei Pakete ab, die ich geschickt bekommen habe. Und dann habe ich einen Telefoncall. Da ruft mich jemand an. Und danach wollte ich wahrscheinlich mal mein Wohnmobil ein bisschen ausmisten. Also meine Kleiderschränke und so weiter. Also alles mal raus. Komplett raus. Und nur noch das, was ich wirklich anziehe oder was jetzt bald nötig ist, ist wieder, wenn es dann kälter wird, dass ich da mal ein bisschen aufräume und so. Sonst, nee, ich bin einfach zu voll mit dem ganzen Gedöns. Deswegen steht das heute an. Vielleicht meine Garage auch noch mal komplett raus. Ja, heute wird Putztag und Aufräumtag. Goodbye. So, Friends, ich bin fertig. Ich habe eine Sache fertig. Ein ganz tolles Telefonat geführt. Ich denke, da haben wir ganz, ganz viel rausgerissen und auch neuen Mut gegeben, viele Perspektiven gegeben. Und ja, das fand ich ganz toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass sich da auch noch ein paar mehr von euch da draußen trauen. Ja, einfach mit mir ein Gespräch zu führen und danach sich ein bisschen besser zu fühlen, vielleicht eher Ansichten, andere Ansichten, neue Ansichten und eben Perspektiven zu finden, wie man weitermachen kann für sich selber und eben auch für sich selber was machen kann, was tun kann und endlich losstartet mit dem, was man eigentlich möchte. Ja, so, das dazu. Hier sieht's aus wie Kraut und Rüben. Das ist nämlich jetzt die zweite Sache. Da liegen die schon die ersten. Ich meine, ich habe, ihr seht hinten, nur die beiden Schränke. Da liegt ja auch noch was. Das habe ich schon aussortiert. Das kommt weg. Also das kommt weg. Ne, das werde ich nicht wegschmeißen. Das werde ich umtauschen bzw. in die Kartons von meiner Mutter und dann in den Keller und so und dann Winterklamotten. Und ich sag mal, da ist jetzt nur was anderes drin, das werde ich auch aufräumen, den werde ich aufräumen. Und ihm hier, da kommt mir nämlich alles entgegen immer, wenn ich den aufmache schon. Deswegen, Klamotten müssen raus. Guck mal, da hängt ja auch noch was. Ich meine, ich bin jetzt hier im Summer Dress, weil es ist einfach Bullenhitze und ich stehe hier wieder bei meiner Tante mitten in der Sonne. Wunderbar. Ja, deswegen mache ich jetzt schnell weiter, bevor es noch wärmer wird. Freunde, ich habe ein Geschenk bekommen. Ja, ein schöner Regenmantel. Das ist ein ganz leichter Regenmantel. Ja, damit wir jetzt den Herbst ganz gut überstehen und den Winter. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Und dank meiner Amazon-Wunschliste und dem lieben Peter, ich danke dir vielmals, hat die Bella jetzt schon mal einen tollen Mantel. Hübsches Mädchen. Jo, okay. Ist sie nicht hübsch? Ja, super. Wir haben schon Mittag, irgendwas, auf 2 Uhr haben wir schon, okay. Ja, ich habe ein bisschen was geschafft heute und das Wochenende habt ihr jetzt nicht mitgekriegt, aber habe ich gar nicht gefilmt, weil es ist einfach nichts passiert.
Es war recht öde. Heute Nacht hat es ein bisschen geregnet, aber heute sollte es auch eigentlich regnen. Mal schauen, Donnerstag soll es jetzt noch mal mehr regnen. Mal schauen, was da geht. Und heute Abend habe ich noch einen Termin. Da muss ich hin. Aber alles persönliche Sachen, das kann ich nicht öffentlich zeigen oder erzählen. Ja, ansonsten laufen wir jetzt hier zum See, weil ich muss mich auch mal ein bisschen abkühlen. Und solange das noch geht, machen wir das. Bam, bam. Ach, war das schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da reintraue, weil es ist doch recht frisch. Aber die Sonne knallt heute noch gut. Wir haben jetzt den 7. September. Ich sag mal, dafür geht es. Ne? Dafür ist cool, wenn man hier noch so in den See hüpfen kann. Knack, knack, knack. Die Mäuse haben das auch ganz toll gemacht. Mit der Bella mache ich ja mal ein bisschen Gymnastik im Wasser. Mit der Emmy eigentlich auch, aber die ist heute gar nicht so in Lust und Laune, von daher. Ah, wie schön, Freunde, wie schön. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So kann das doch hier hin. Und siehe da, Campingverhalten. Die machen auch Campingverhalten dahinter. Campingverhalten. Es ist einfach voll und unnötig. Ich kann mir das heute nicht mehr geben, Leute. Echt nicht. Ich kann mir das nicht mehr geben. Junge, Junge, Junge. Genau deswegen wird auch dieser Platz irgendwann nicht mehr möglich sein, Friends. Top. Ja, ich fahre jetzt woanders hin, wo ich definitiv alleine stehe. So, ich stehe auch wirklich alleine hier. Bis auf ein paar Autos. Aber vielleicht könnt ihr es schon hören. Da ist so ein Sportplatz, Fußballplatz, keine Ahnung. Halligalli. Es war schon immer mal da, aber ich glaube Dienstag und Donnerstag. Heute ist Dienstag. Aber sonst nie so laut. Ich will eigentlich heute nur noch meine Ruhe. Also vielleicht wechsle ich gleich nochmal den Platz, Freunde. That's real life. So, gleiche Frisur mit ihm da, was auch immer er da möchte. Ja, jetzt stehen wir wieder an unserem altbewährten Platz im Wald, weil ich muss sagen, heute war echt keine andere Möglichkeit.
Der eine war voll und mit so komischen Leuten, mit Campingverhalten, ganz schlecht. Der zweite war laut und ist auch so jetzt nicht mein favorite place. Ja, und hier ist halt schön, ne? Aber gefährlich. Bin auch froh, dass bisher nur ich diesen Platz hier irgendwie kenne und anfahre. In der Hoffnung, dass mich kein anderer Camper jemals hier sieht oder irgendwie denkt, oh, hier kannst du auch parken. Man ist nämlich hier ganz vorbei, fremd. Ja, das war's jetzt für heute, Freunde. Ich bin tot und gehe jetzt gleich ins Bettchen. Ciao, Kakao. Ja, also wer wird wieder angekackt? Tada! Keine Ahnung, ich bin so ein gefundenes Fressen für manche Leute. Was kotzt mich da an? Jetzt kann ich noch nicht mal diesen Spaziergang wirklich entspannt genießen. Trotz, dass wir gerade mal ein paar Minuten Sonnenschein haben und nicht gleich wieder anfängt zu regnen. Oh Gott, hasse ich Deutschland.